Hey Leute, ich bin's wieder, eure Kartoffel, und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, zu einer neuen kleinen GTA-Review, und zwar vom Savage. Der ist ja schon relativ lange im Game. Ich weiß gar nicht, mit welchem Update der letztendlich reingekommen ist. Ich werde es ja jetzt sehen. Puh, wo ist er denn? Wieder bestens verbreitet da. Das hier ist der Savage mit dem Heist-Update. Gott, wie lange mag das schon her sein? Ja, kaufen wir einfach direkt. Dieses Mal werde ich euch nicht lang mit irgendwelchen. Also kostet übrigens 2,593 Millionen oder so ähnlich. Dieses Mal werde ich euch nicht mit langen Vorreden quälen, und wir sehen uns gleich wieder, wenn der gute Savage in meinem Hangar steht. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich hatte gerade einige Probleme. Da war eine Hydra gerade, und da kam auch noch ein Laser, und das hat der Typ mich auch gerade beim Reinfliegen angesniped. Sein Mist sagt. Egal, während ich das Ding hier modifiziere, sag ich euch, oder erzähle ich noch ein paar Sachen dazu. Ja gut, es geht eigentlich nur die Lackierung. Da werde ich mich, glaube ich, weiter meinem bisherigen, gut, jetzt sind meine Fahrzeuge eher weiß. Ansonsten mache ich die ja zum größten Teil. Ach, na, die ist auch sogar schon Wüstenbeige. In Wüstenbeige. Weil das einfach so mein. Ich finde, das passt einfach super. Ah, das sind die Teile. Gut, da kann man natürlich auch was Grünes nehmen. Sähe, glaube ich, auch. Oder was Blatt. Oder das Blattgrün. Oder Erdbraun. Ich glaube, ich nehme einfach auch wieder Wüstenbeige. Das passt, glaube ich, relativ gut. So. Der Savage. Im echten Leben ist das die oder der oder das MiG-10. Das ist ein russischer Kampfhelikopter. MiG ist in dem Falle die Herstellungsfirma, und habe ich MiG-10 gesagt? MiG-24. Tut mir leid, ich bin total durch den Wind, keine Ahnung. MiG-24, so heißt der Helikopter an sich. Hat relativ viele Spitzen, also vergleich viele Spitznamen. Zum Beispiel da hinten der A10 hatte ja zum Beispiel Warthog. Hatte so den Spitznamen Warthog. Hier in dem Falle sind es fliegender Panzer, Krokodil, einfach nur Glas, wegen der großen Cockpitverglasung, also wegen viel Cockpitverglasung. Oder einfach nur Teufelswagen. Das ist natürlich ein, denke ich mal, ein denkbar passender Name zu. Warum hast du jetzt deinen Helm abgesetzt, du Vollidiot? Das Interessante oder das, sag ich mal, Ungewöhnliche an ihm ist, dass er im Gegensatz zum Beispiel da vorne dem Hunter, der, meine ich, auf dem Apache oder Apache Kampfhelikopter basiert, kann dieser hier Truppen befördern, bis zu 8 Stück. Der Erstflug war am 15. September 1969, und die Indienststellung war dann insgesamt 3 Jahre später, 1972. Also im echten Leben ist er zur Panzerabwehr konzipiert. Und er passt einfach unglaublich. Also wenn ihr. Ich kann hier leider kein Bild einblenden, weil heute Silvester ist. Ja, und mein Cutter, ich will das Video unbedingt heute rausbringen, dafür keine Zeit hat, mache ich das selbst heute. Und deswegen kann ich euch kein Bild einblenden, weil ich dafür zu doof bin. Und deswegen, also sucht einfach nach MiG-Mi-24, und so, der sieht im echten Leben genau so aus. Also eventuell ist sie vielleicht hier vorne die Bordwaffe ein bisschen unterschiedlich und so, aber sonst ist das eigentlich der gleiche Helikopter, auch mit dem fünfbrillettrigen Rotor hier oben. Ja, ich steige jetzt einfach wieder in das Ding ein. Und das Interessante an ihm in GTA ist halt einfach, dass er als einziger Heli über dieses Ding hier verfügt. Eine Explo-Minigun. Dazu noch unbegrenzte, durchspammbare Raketen. Ganz kurz, ich musste den eben leiser stellen, Gott, war das laut. So, der hat, wie gesagt, als einziger Heli. Hier steht dem sein beschädigter Laser. You know the rules.
Ja, auf jeden Fall hat er meiner Meinung nach, oder zumindest von meinem Gefühl her, die größte Kampfkraft eines Helikopters im Spiel. Zumindest wenn man das Solo betrachtet. Ja, halt aufgrund dieser Explominigan, ist ja klar. Man sollte aufgrund des groß verglasten Cockpits nicht zu nah an die Gegner heranfliegen. Aber dann kann man sie recht gut wegschreddern. Ist vor allen Dingen, zumindest habe ich das bei, ja, diversen YouTubern. Ich weiß nicht, ich Och, wo ist die Rakete hin? Ich mache mir Sorgen. Bei diversen YouTubern, oh Gott, gesehen, dass der ziemlich gut für Stand Your Grounds ist. Auf jeden Fall, also er hat eine unglaublich große Kampfkraft und man kann ihn einfach für viele Dinge gut benutzen. Zum Beispiel um eine Yachtabwehr, also eine Yacht halt einfach anzugreifen. Oder als Stand Your Grounds, einfach sowas. Er ist auch so ein Hubschrauber, den man sehr gut benutzen kann. Vor allem, also ich will jetzt nicht sagen, dass er jetzt der Counter gegen irgendwelche Jets ist. Aber auch, also in einem Kampf gegen einen nicht sonderlich guten Jet-Piloten kann man als guter Savage-Pilot definitiv was reißen. Aber das ist ja alles so. Man muss selbst irgendwie mal entscheiden, wofür man ihn gebrauchen kann, ob man mit dem gut ist und so. Eigentlich war es das von der Review, weil man den davon nicht viel mehr zeigen kann. Weil so viel ist an dem Ding nicht dran oder beziehungsweise nicht drin. Ist für den Preis, also ich finde, ist ein gerechtfertigter Preis dafür, also für die große Kampfkraft. Hat übrigens keine sonderlich gute Panzerung. Also wenn ich mich recht entsinne, hat der Typ mich eben viermal mit der normalen, also wahrscheinlich mit dem schweren Scharfschützengewehr Mark II, gehe ich jetzt erstmal von aus, getroffen und ich habe angefangen zu qualmen. Also der Savage ist ein bisschen Plastik, aber Plastik, das austeilen kann, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, abschließend fliege ich nochmal in meinen Hangar. Ich hätte nämlich ganz gerne als persönliches Hangarfahrzeug. Und dann muss ich soweit sagen, das ist, ja, es war's hier. Ich hoffe, euch hat das, Gott, nicht abstürzen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like da, abonniert diesen Kanal, make the Kartoffel great again. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr und ein fröhliches und vor allen Dingen besseres Jahr 2021 wünsche ich euch allen. Und hiermit verabschiede ich mich.